Guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es fühlt sich gerade an, als würde ich mein allererstes Video drehen. Andererseits auch ein bisschen so, als wäre ich nie raus gewesen. Ich habe gerade nochmal geschaut, mein letztes Video habe ich tatsächlich vor 7 Monaten hochgeladen. Und ich habe jetzt so ein bisschen auf die letzte Zeit zurückgeblickt. Seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe, ist halt wirklich, also alles um, was weiß ich, 180 Grad hat sich gedreht. Mein Alltag sieht halt komplett anders aus als da, was natürlich cool ist, weil es irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt und es macht mir sehr viel Spaß, alles, was ich so mache. Aber es ist halt echt so, wie soll ich sagen, so ein krasser Unterschied. Genau. Vielleicht erzähle ich euch dann noch ein bisschen was im Verlauf des Videos, was jetzt gerade so abgeht. Ja, eigentlich wollte ich euch heute nur mal über den Tag mitnehmen. Jetzt erstmal so ein bisschen unser Alltag. Also mein Plan ist heute, ich würde gern Karl die Haare schneiden. Dann muss ich die Wäsche machen. Ich muss einkaufen, weil also heute Samstag und morgen hat alles zu. Okay, das ist jetzt richtig wild. Ich habe gerade, also die Post hat geklingelt und gesagt, es gibt ein Paket. Lolli! Und ich dachte so, ich habe überhaupt nichts bestellt. Und dann kommt einfach dieses super süße Paket zu uns. Vielen, vielen Dank. Oh, es riecht auch übelst gut nach diesem Tee. Den können wir dann trinken, ja? Guck mal, das sind so Klebezettel, da kannst du drauf malen und die dann woran kleben. Ja, wenn du aus der Badewanne raus bist. Oha, wie cool. Habt ihr die schon mal probiert? Das ist die neue Summer Edition. Und die habe ich bis jetzt nur einmal in einem Laden gesehen bei uns. Habt ihr zwei gekauft oder drei zum Probieren? Oha, vielen, vielen Dank. Ich freue mich so. Richtig, richtig cool. Ich packe den Rest gleich in Ruhe aus. Ich kann nur, ich gucke lieber durch meine Augen als durch die Kamera. So, zum Mittag gibt es Feuerwehrsuppe, die war neulich im Angebot. Ich glaube 49 Cent. Ich habe 3 Packungen mitgenommen, aber für Karl und mich reicht jetzt eine. Das sind 3 Teller. Dieser Kanister gerade hier im Kofferraum ausgelaufen oder schon länger. Und dieses Ding hier ist komplett nass, es stinkt übelst ekelhaft. Das ist jetzt irgendwie suboptimal. Es hat sich auch total verbogen und alles. Auch hier unten sieht man, es ist alles richtig nass. Hier die Sitze, sie haben zum Glück nicht so viel abgekriegt. Mein Dings, die Sanikasten ist nass, aber ich habe noch einen zweiten. Ah, scheiße. Läuft wieder. Ich mache den Kofferraum auf und es stinkt halt einfach nur. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Super. Ich fülle jetzt erstmal eine Scheibenwischwasche auf und hoffe, dass es fast leer wird. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich dieses Auto hinten drin trocken kriege. Ja, was soll ich sagen? Also es hat nicht alles reingepasst, aber viel. Oh, das ist sehr praktisch, dass mein Handy hier vorne reinpasst. Viel ist drin. Ich habe das Ding jetzt einfach ein bisschen sicher aufgestellt. Und was auch noch ein Punkt ist, ich muss diese Abdeckung vom Kofferraum dann mit hochnehmen. Und ich hoffe, die wird irgendwie trocken, weil man kann ja auch nicht richtig auf die Heizung legen oder sowas. Ist halt echt irgendwie sehr dumm gewesen von mir, dass ich diesen Kanister bestimmt 2, 3 Wochen hinten mit rumgefahren habe und der halt immer durch die Gegend gerutscht ist. Ja, was noch so ein Punkt ist, ich würde das Auto jetzt gerne irgendwie mal in der Sonne, in der knallenden Sonne stehen haben, damit das hier drin sich mal richtig aufheizt und in den letzten Poren, wo diese Flüssigkeit hingelaufen ist, trocken wird. Aber heute ist absolut bewölkt. Morgen soll es auch bewölkt sein und übermorgen soll es auch bewölkt sein. Zwar warm, aber bewölkt. Also ich weiß nicht, wann dieses Auto hier innen dann ordentlich trocknet, aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen dumm gelaufen.
wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Nochmal das Übel von unten. Ein Glück hat es nicht irgendwie geschimmelt oder so, aber irgendwie kam hier, ist hier gerade Wasser rausgespritzt, als ich die auf den Boden geworfen habe. Das ist sehr abartig. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich lege die jetzt mit dieser Stoffseite nach unten auf den Wäschetrockner. Da oben drauf. Oh, ich bin übelst fertig vom Schleppen. Und dann wird es hier oben doch, ja, das wird warm. Der läuft ja jetzt auch gleich nochmal in einer Stunde, aber ist jetzt auch noch warm. Hier kam übelst das Wasser raus, also da ist richtig viel drin. Ich versuche das jetzt auf den Trockner zu trocknen. Ey, sowas Dummes. Wieso habe ich das nicht einfach rausgetan? Einen kleinen Haul kann ich machen. Die Getränke sind alle noch im Auto. Das war mir jetzt irgendwie zu blöd. Ich habe diese Abdeckung mitgeschleppt und zwei Tüten, aber die Getränke, die können ja bleiben. So, das erste ist jetzt hier die Tüte vom DM. Sehr spektakulär. Müllsäcke, Seife, Duschgel und Shampoo. Dann habe ich diese Spülung empfohlen bekommen, weil meine Haare sind ja relativ kaputt gewesen oder sind es auch noch vom Färben. Ich habe die vor kurzem abschneiden lassen. Also Tim hat die abgeschnitten, einfach einen geraden Schnitt gemacht. Und jetzt, also sind die Spitzen hier unten, die kaputten sind weg, aber man sieht halt immer noch ein bisschen, dass ein bisschen was noch so hell ist, was halt von vor 1000 Jahren, als die weiß waren, ist es halt geblichen worden. Und danach habe ich mir, also hatte ich mir die ja selber rosa gefärbt und dann habe ich mir die beim Friseur auf meine Naturhaarfarbe färben lassen. Das hat sich aber sehr schnell rausgewaschen und deswegen waren die dann wieder richtig hell. Und das ist mittlerweile sehr weit rausgewachsen. Also das Helle ist vielleicht hier oder hier so. Man sieht das jetzt bei dem Licht sehr schlecht. Jedenfalls habe ich jetzt halt die Spitzen geschnitten, damit das nicht dieser Splissen mit nach oben wandert. Und ich will meinem Haar jetzt aber richtig was Gutes tun, also so übertrieben, damit die sich wieder gut erholen, weil die waren vorher mega schön, bevor ich die gefärbt habe. Und jetzt sind die halt kurz und aber werden auch wieder schön, also von der Qualität her hier oben, das merke ich total. Aber ich will, dass die schnell wieder lang werden. Deswegen habe ich zum einen, kann ich euch jetzt einblenden, benutze ich zurzeit so Shampoo, Haarmaske, Spülung und so ein Spray für nach dem Waschen von einer Marke, was mich sehr, sehr überzeugt. Also da bin ich richtig zufrieden mit. Und ich hatte jetzt aber mich noch ein bisschen weiter informiert und dachte, ich könnte, also ich muss ja nicht immer dasselbe benutzen, sondern könnte zwischen den verschiedenen Haarwaschgängen auch ein bisschen variieren und meinen Haaren, ja, ich sag mal, eine Abwechslung bieten, weil doch in jedem Produkt ein anderer Wirkstoff irgendwie drin ist. Lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich diese Serie jetzt komplett geholt von DM. Ich bin ein bisschen eskaliert. Das ist einmal diese Spülung. Dann gibt es dazu ein Shampoo und ein Serum, was, muss ich tatsächlich mal lesen, wie man es anwendet. Genau, das ist für nach dem Waschen. Oder also in das Handtuch trocknen oder trockene Haare einmassieren. Ich gucke mir das gleich mal an. Da steht auch extra drauf für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Also genau das, was ich halt habe. Und da steht, hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzufüllen. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, warum da so eine Verpackung noch drum sein musste, aber genau, das ist jetzt einmal das. Und direkt daneben im Regal stand, das haben die sehr gut eingefädelt, weil deswegen habe ich es auch gekauft, noch ein Wachstum und Stärke Shampoo, beziehungsweise wieder auch so eine Serie für kraftloses und brüchiges Haar. Und der Punkt ist also, meine Haare brechen jetzt nicht mehr so schnell ab. Aber hier steht auch, dass es das Haarwachstum fördert und den Haarausfall reduzieren kann. Und ich verliere sehr viele Haare eigentlich schon immer. Aber es wäre natürlich cooler, wenn ich weniger Haare verlieren würde. Deswegen habe ich mir dafür die komplette Serie noch mitgenommen. Hier sieht das Serum aber so aus. Und hier ist es wichtig, dass es auf die Kopfhaut geht. Also deswegen ist hier so eine Dosierspritze. Und ja, also es ist eher für die Kopfhaut. Und dazu gibt es natürlich auch noch eine Spülung. Dann habe ich noch für unterwegs einmal das hier. Sowie
Die hier, ich finde nach wie vor praktisch zum Mitnehmen. Genau. Hier, die sind halt schön klein. Und das, genau, das war es von DM. Nur noch der Zettel. Und jetzt habe ich, wie gesagt, noch die Hälfte, naja, nicht die Hälfte, also zwei Drittel vom Lidl-Einkauf. Ich räume aber erstmal das andere hier weg. Ich bin, also das Einkaufen war übel anstrengend und hart nervig. Da waren so viele Menschen, das hat mich richtig gestresst. Ich habe Salat und Tomaten. Dann ein Käse im Stück, aus dem ich selbstständig Würfel schneiden werde. Es macht keinen Sinn, Käsewürfel zu kaufen. Die kann man auch selber machen. Dann Joghurt, aber wir hatten auch noch ein bisschen was da. Für Tim ein hoffentlich leckeres Steak. Also ich kann an sowas ja gar nicht ran. Ich finde, das sieht auch nicht lecker aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist schon ein bisschen ekelhaft. Salatdressing, habe ich diesmal das mitgenommen, das ist sonst immer ausverkauft. Brötchen. Gesalzene Butter. Dann ist das hier vermutlich so Eigenmarken-Toffifee-Zeugs. Große Packung. Ich hoffe, es schmeckt genauso gut wie Toffifee oder besser. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, dann habe ich Toast zweimal. Gurken waren im Angebot für 39 Cent. Finde ich krass. Finde ich sehr, sehr krass, weil die Gurken teilweise übel teuer waren in der letzten Zeit. Deswegen habe ich gleich zwei mitgenommen. Salami und Grillkäse. Und noch zweimal Brötchen. Das sieht irgendwie übel wenig aus. Aber wir, also wir hatten nicht mehr nichts so. Und wie gesagt, es ist nur für ein paar Tage. Oh, ich bin froh, dass ich damit durch bin. Ich muss mir dann nochmal den Zettel durchlesen, den Einkaufszettel, dass ich nicht doch irgendwas vergessen habe. Also ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht. Es fühlt sich jetzt, also im Laufe des Tages fühlt sich es an, als hätte ich gestern das letzte Mal einen Vlog für meinen Kanal gedreht. Also ich bin irgendwie wieder richtig reingerutscht, sag ich mal, richtig wieder drin. Ja, drückt mir bitte die Daumen, dass ich das jetzt nicht irgendwie wieder schleifen lasse. Ich wollte noch mal was dazu sagen. Ich habe ja, das letzte Video war ein Urlaubsvlog. Da waren wir in Tschechien. Und da davor hatte ich erzählt, dass ich noch einen Studienplatz habe. Und ich habe auch angefangen, da zu studieren. Aber es hat sich alles ein bisschen anders ergeben. Und ich arbeite mittlerweile seit, kurz nachdem ich angefangen habe zu studieren, in Vollzeit und deswegen ist es halt so, weiß nicht, das Studium und meine Arbeit nebenbei waren zwar auch Vollzeit, aber es hat sich halt nie so angefühlt, weil es im Kopf halt einfach, es war nicht so dieses Wissen, ja, du machst jetzt jeden Tag deine 8 Stunden, sondern es war dieses, du hast halt den ganzen Tag übel viel zu tun, wahrscheinlich war es auch mehr als Vollzeit, aber das war halt nie so als ein Block da, sondern es war Studium und es war Arbeiten. Und es war halt unabhängig voneinander, keine Ahnung, es ist also richtig verrückt. Ich habe auch, als ich mein Filmstudium noch gemacht habe, da hatte ich ja auch nebenbei gearbeitet, da habe ich definitiv auch mehr als Vollzeit gehabt, weil das Studium war Teilzeit und ich habe mehr als 20 Stunden die Woche noch gearbeitet. Aber es hat sich, wie gesagt, nie so angefühlt, weil es war immer unabhängig voneinander. Und jetzt hast du so dieses Wissen, du hast deine 8 Stunden am Tag, du hast im Kopf diese feste Zeit, dieses Wissen, du hast nur eine Sache sozusagen und das ist jetzt deine Arbeit und das ist das, dein Fokus, das ist das, was du machst. Und ich bin halt so, ich bin ein sehr motivierter Mensch, wenn ich etwas mache, was mir Spaß macht, dann mache ich es auch richtig. Wenn ich anfange zu arbeiten, gucke ich nicht auf die Uhr. Ich wundere mich manchmal echt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und dann denke ich mir so, ja, aber du hast ja auch viel geschafft. Also ergibt auch Sinn so, ne? Aber ich weiß nicht, also ich musste da erstmal lernen, so reinzukommen. Zum einen, dass ich nicht zu viel arbeite. Und also zum anderen musste ich jetzt erstmal mich selbst so ein bisschen sortieren. Wie gesagt, ungewohnte Situation. Ich habe noch nie fest angestellt in Vollzeit gearbeitet vorher. Ich habe immer studiert oder ich war in Elternzeit. Ich habe viel gearbeitet, aber halt noch nie Vollzeit. Das ist halt echt wild. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fühle mich super wohl jetzt so mit allem, wie es jetzt ist. Ich freue mich über jeden, der
noch dabei ist, der wieder dabei ist, der jetzt neu dabei ist, der irgendwie, also keine Ahnung, ich freue mich über jeden Zuschauer. Ich möchte natürlich nicht irgendwie safe irgendwas versprechen, es wird in einer Woche ein Video kommen oder so, aber ich möchte mir wirklich Mühe geben, mir dafür auch wieder Zeit zu nehmen, in meiner Freizeit wieder Videos zu drehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genau, dann bis zum nächsten Video.